Hallo Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem Awakening. Im letzten Part, langsam reden, haben wir Owain rekrutiert, den Sohn von Lissa aus der Zukunft. Der eine, wie Lucina es gesagt hat, eine schillernde Persönlichkeit hat. Ich finde ihn trotzdem extrem cool. Ja, haben die 5. Nebenquest mal angefangen. Sind aber sehr gut dabei, diese auch erfolgreich abzuschließen. Wir müssen halt diese Dörfler retten, allerdings denke ich mal, dass das auch kein Problem ist. Und Donny wird erstmal diesen Barbaren hier schnetzen, bevor er diesen Dörfler weiter vögelt. Zack. Und ich will die Dörfler längst, wie schon gesagt, mit Owain ansprechen, da man hier was abgreifen kann für ihn. Und erst nochmal kleine nette Gespräche gibt's. So. Schadi, reite schon mal vor und rette diesen Dörfler bitte. Hey, wer hat hier diesen Schrott rumliegen lassen? Ich finde das kein Schrott. Ich finde die Klinge echt gut. So, Callum hätte ich gerne noch, dass der das Level-Up erreicht. Vielleicht darf der den Boss schnetzeln. Noe, haben wir hier. Was ist so das? Hey, das ist mal ein OP-Ehepaar, die zwei. Hey. Und du greifst weiter den Dörfler an. Ja, aber der überlebt sogar im Notfall noch einen Angriff. So. Gesegnet seid ihr Wanderer. Habt Dank für eure Hilfe. Bitte verwendet dies, um eure Verbündeten zu behandeln. Das ist ein altes Geheimrezept. Elixier. Oh, schön. Sehr, sehr schön. So, hab ich noch einen Eisenbogen auf Vorrat? Aber natürlich nicht. So. Erstmal Cordelia vor, dann bin ich beweglicher. Und du bitte mal diesen Typen umschnetzeln. Trifft zu 3%. Ja, das sollte doch mal so aussehen, dass er mich trifft. Und tschüss. Yeah, level up. Ich bin eins mit meiner Waffe. Genau, sie ist eins mit ihrer Waffe. Moment. Ja, ah, Palin, nimm mal das Glitzerfeld hier. Ein Bestientöter. Was für ein seltsames Werkzeug ist hier eine Menschenbrut verwendet. Noch eine milde Klinge. Was zum Henker? Ja, danach mal gucken, was ich für Schwert habe. Weil ich werde Wayne vielleicht einen Schnitter geben. Ich werde definitiv einen Schnitter geben. Hat eine höhere Crit-Chance und damit kann er auch mehr schnetzeln. So, wir haben mich noch nicht bewegt. Donny. Ich stelle es hier schon mal alle so auf, dass wir dann da gleich reinrennen können. Chrom geht mal hier hin. Da kann ich mit ihm nämlich auch schön in den Vorrat gucken. Vielleicht gebe ich ihm nämlich echt noch den Städter mit, wenn ich noch einen habe. Aber natürlich nicht. Dann werde ich mir einen Städter kaufen für ihn. Okay. Ansonsten heilen. Nochmal Lissa mal von Owain ein bisschen trennen, dass wir da eine Heilung rauskriegen können. So, Magier, du kommst. Du bist der Einzige, der da reinkommt. Da würde ich nur gerade mal sagen, Cordelia, du fliegst bitte mal hier hoch. Dass Callum bitte den abfangen kann, weil der hier ist der Einzige. Ja, der kommt dann überall ran. Außer da, da kommt bloß dieser blöde Dinkelmagier ran. Aber der sollte mir doch nicht, der macht 34. Callum hat eigentlich genug, um da einen Angriff zu überleben. Und bei denen sieht so schlecht aus. Und da kommt dann bloß auch noch der da ran. Also an sich sollte das passen. So. So. Owain soll da schnell runter. Beeil dich mal ein bisschen, Owain. So, der nächste Dörfler. Ich will diese, ich will das Bonus-Item abstauben, was wir nicht kriegen kann. So, mal gucken. Ihr seid ein guter Mensch, dass ihr euch so für Fremde aufopfert. Nehmt dies. Beim Geist von Ike! Ich habe ihn endlich gefunden! Den vorher bestimmten Partner meiner Schwerthand! Das legendäre Misteltein! Ich halte mich ein bisschen mit der Stimme jetzt zurück und schreie nicht mehr ganz so rum. Ich fürchte, dies ist eine äußerst gewöhnliche Klinge, mein Herr. Ich habe sie genutzt, um einen Brunnen zu graben, aber ich dachte ihr... Komm, Misteltein, unser Schicksal erwartet uns! Ich habe es auch genutzt, um mein Gemüse zu ernten, bis es stumpf wurde. Hallo? Mistelstein erhalten. Die legendäre Mistelteile, ich spüre ihre Macht durch mich fließen. Endlich hat sich meine Schwerthand beruhigt. Komm, Mistelteile, unser Schicksal wartet. Der Rest dieser Schurken gehört uns allein. Ja, wir haben Mistelstein. Nur für Owain, Fähigkeit plus 1. Die Originalklinge? Die ist genauso stark wie das... Bloß ein bisschen mehr, also gibt bloß mehr Fähigkeit, ein bisschen mehr Crit-Chance. Trifft aber, glaube ich, auch nicht so gut, ne? Werde ich, weiß nicht, ob ich das, ich werde das gelegentlich mal verwenden, so ist nicht.
Aber mal gucken. So, dann kann ich den letzten Dörfler nicht auch mit Sully ansprechen können, weil nämlich das kann man nämlich nur mit Dwayne abstauben, wenn man mit ihm den Dörfler anspricht. Ich habe wahrlich einen willkommener Anblick. Ich hatte die Hoffnung gerade aufgegeben. Dies ist einer der Schätze unseres Dorfes. Möge euch helfen, uns zu beschützen. Geist. Ah, damit kann ich die Magie von jemandem erhöhen. Das ist gut. So. Dann gucken wir mal ganz kurz. Liz ist schon Level 8. Die kriegt dann immer ein bisschen Pause. Jetzt habe ich Wayne geheilt. Ja, ups. Wollte die eigentlich kombinieren. So, schon mal aufstellen. Dann kommt hier oben Callum hin. Donnie geht mit Noe mit. Einfach nur zur Sicherheit. Die lasse ich auch nochmal heilen. Und dann Lissa mit Wayne mit. Und der geht bitte mal hier hin. So, Noe hier. Ja. Sully lasse ich erstmal. Und Callum, geht bitte hier hin. Mal kurz was gucken. Ich habe doch bestimmt noch eine andere Lanze für Callum auf dem Lager. Ja. Gib dir mal die Stahllanze, dann hat er wenigstens wieder was. Weil die eine leer geht. So. Dann sollte die ganze Sache eigentlich so sitzen. Ja, du gehst auf Callum, das war erwartet. Damit kriegt ihr auch sein Level ab. Das macht aber kaum Schaden. Und... Come on, look at me. Oh, ich mag seine Sprüche. Und er kriegt auch das Level ab raus. Dann ist er aber noch Level 20. Aber kann ich ihn hochstufen? Yay. Nun, zumindest einer von uns ist beeindruckt. Callum. Du gehst auf Wayne, das war schon was erwartet. Und du triffst nicht mal. Alter. Krass, Wayne schon ist... Der Schatz ist mein Lauf, oder ich baue aus deinen Knochen den Schaukelstuhl. Ich mag Schaukelstühle. Und Kollege blockt sogar noch den Fall mit dem Pegasus. Nicht so klug, wenn du mich fragst. So, wen kann ich denn töten von den beiden? Nein. Und wahrscheinlich nein? Nein. Moment, doch, kann ich. Sammeln. Haha. Hab ich ganz vergessen, dass ich noch sammeln kann mit Wayne. Zack. Trifft nicht, Sören und tschüss. Und noch ein Level Up für Wayne. Klasse! Ha, meine wahre Macht wurde entfesselt! Aber ich finde, Wayne mit weißen Haaren sieht echt gut aus. Ich hatte den noch nie mit weißen Haaren. Die Haare nehmen praktisch die Kinder immer die Haarfarbe ihres Vaters an. Da Henry weiße Haare hat. So. Wer macht den Typen? Ich würde sagen, Palne, die brauchen nämlich auch noch ein bisschen Erfahrung nötig, aber die schafft das natürlich nicht. Dann soll sie bitte Lucina mitnehmen. Und Phasenverwandlung. Tschüss, Mann. Die treffen alle nicht. Ach ja, stimmt, dieses Verderben hat so eine verdammt geringe Trefferchance. Davon eine verdammt hohe Crit-Chance. So, Henry könnte, Henry könnte. Henry muss aber nicht unbedingt. Chrom, könntest du? Chrom könnte gar nicht. Sieht aus mit Cordelia. Mit der Silberlanze schon gut Schaden. Wenn ich einen Kelle mit angreift. Ansonsten müsste es... Schafft Chrom? Ja, Kreatz schafft Chrom. War es Kant von mir. Wobei, ich hätte auch Henry gehabt, der nur für das machen können. Zack, tschüss. Meins, alles meins. Nope. Und Level Up für Chrom, wow. Ich spüre einen riesigen Unterschied. Und gelernt, Aether. Die Wege, die auch schon Lucina hat, die so übel krank ist. So, und Noe kann noch einen machen. Das ist doch schön. Dann war's das auch. Also für Leute, die andere Fire Emblem-Teile gespielt haben. Beim Geist von Ike zum Beispiel war wieder so ein Easter Egg von Wayne. Beziehungsweise... Callum und Cordelia sind die Helden, schön. Das Radiant Dawn, das er im letzten Part gerufen hat. Ach verdammt, was hat er gesagt? Wir stehen tief in eurer Schuld für die Rettung unseres Dorfes. Ich danke euch im Namen aller aufrichtig für das, was ihr getan habt. Wo ist der hin? Lucina hätte ihn da hinten weggehen sehen. Puh, vielleicht sollte ich es vergessen, wenn er auch keins hat. Ja, mit deinem Goldmädchen, so verlierst du deinen hübschen Kopf. Lissa würde dich umhauen. Lass mich in Ruhe. Niemand greift meine Mutter an! Sacred Stones! Oh, verdammt, die Stimme war gerade falsch und dermaßen übertrieben. Mutter, geht es dir gut? Ja, es geht mir gut. Heiliger Vogel, misst dein Arm.
Das da? Nur ein zerrissener Hemdsärmel. Nein, was ich meine ist... Heiliger Vogel, was ist das Ding an deinem Arm? Oh, natürlich. Entschuldige, ich hätte es dir wohl vorher zeigen sollen. Es ist mein Mal. Das Mal von Haus Elis. Also kein Grund zur Sorge, ja? Dann weißt du, dass mein Mal... Dass dein Mal nie zum Vorschein kam? Ja, das hast du mir gesagt. Du hast gesagt, dass dich das immer belastet habe. Du hättest dein fröhliches Gesicht sehen sollen, dass mein Mal erschienen ist. Eine ganze Stunde lang hast du geweint und gelacht, ohne Unterlass. Ich hätte gehofft, dass ich irgendwann nicht mehr so oft weinen würde. Nun gut, keine Sorgen mehr, ja? Es war reiner Zufall, dass dein Mal nie erschienen ist. Wir sind alle deine Familie. Du bist wirklich Krumps Schwester. Mein Mal beweist deine Herkunft. Danke, ich... Vielen Dank, Owain. Gern geschehen. Als Nachkommen des Helden fällt es uns zu, meine dunkle Zukunft zu verhindern, ja? Auf, Mutter, wir kämpfen gemeinsam! Zu viel Leidenschaft! Schwerthand hungert wieder! Das sollte sich mal ein Medikus ansehen. Oder eine Heilerin. Lissa. So. Die Frage ist, mache ich jetzt noch eine Nebenquest hinterher oder gehe ich jetzt direkt in die Hauptquest weiter? Die tauchen dauernd auf, diese ganzen Avatare. So, mal gucken, was die anders verkaufen. Oh, die verkauft den Schnitter. Kann ich den hier auch kaufen? Ja, könnte ich auch. So. Aber die verkauft den billiger und ich würde den Schnitter und den Meisterbogen. Ich muss wieder was verkaufen. Mal gucken, ob ich irgendwie was habe. Ja, Goldbeutel L, 3 Goldbeutel M. Habe ich genug. So, denn weiter geht's. Ich kümmere mich erstmal ein bisschen um die Waffen. Und ich habe, ach ja, Supports erstmal. Lissa und, ach ja. Nach jedem Kind kriegt man einen C-Support mit den Eltern. Es gibt etwas, das ich wissen muss, Mutter. Was wäre das? Den Namen deiner Waffe. Meiner Waffe? Warum? Welcher Sohn kennt denn nicht den Namen, der seine Mutter beschützt? Erleuchte mich, sodass ich beim besten Flüstern... Beim Beten flüstern kann... Dass ich... Erleuchte mich, sodass ich in meinem Beten flüstern kann und du für immer sicher bist. Oh, diese Art von Namen meinst du? Welche Art? Heiliger Drachentöter, sakraler Schlitzer und sowas, wie du eben immer redest. Wie am Anfang, als du mich nach einem anderen Wort für Stab gefragt hast. Ha. Bei dir weiß man nie genau, was du meinst. Ehrlich nicht, mein Schatz. Ich bin mir sicher, dass ich mich diese zwei Äußerungen beleidigt fühlen sollte. Aber ja, diese Art von Namen. Nun, wie lautet er? Sie hat keinen. Du gabst dir keinen Namen? Richtig, was soll das schon bringen? Mutter, ein Name verleiht einem leblosen Gegenstand eine Seele und Macht. Er verwandelt ein bloßes Werkzeug in ein sakrales Instrument voller Potenzial. Siehst du, das ist die Art von Irrsinn, von der ich eben sprach. Ich werde mir etwas ausdenken, Schatz, aber jetzt muss ich los. Warte, Mutter. Ich hatte ja keinen fantastischen Namen erwartet, aber das war schockierend. Dies könnte drastische Maßnahmen erfordern, zu ihrer eigenen Sicherheit. Oh mein, so übertrieben. Mit Henry, okay, das wird lustig. Ein fauler Gestank tritt in der Luft. Ein dumpfes Pochen in meinem Schwertarm. Was ist das? Mein Blut kocht. Ein Blutrausch, anders als sonst. Hey da, Wayne, ist alles in Ordnung? Haltet euch fern, Vater! Ihr dürft euch mir nicht nähern! Warum hast du dir was eingefangen? Oh, ist es vielleicht ansteckend? Warum der Blick von Henry? Das Heldenblut, das durch meine Adern fließt. Du bist doch frischer Beute. Wenn ihr jetzt in meine Nähe kommt, kann ich nicht für eure Sicherheit garantieren. Bitte, bleibt zurück. Zwingt mich nicht dazu, meinen eigenen Vater niederzustrecken. Ich bin wirklich verwirrt. Steht unter jemandes Kontrolle? Ich spüre keinen Fluch auf dir, also... Doch die unkontrollierte Macht meiner Blutlinie hat mich verflucht. Sie nagt an meiner Seele. Bleibt unten, ich befehlige dich. Steh, Schwertarm, ruhig kochendes Blut. Nur wenn es kein echter Fluch ist, dann kann ich leider nichts machen. Ich hole besser mal deine Mutter. Hm? Was? Mutter? Das ist nicht zwingend notwendig. Ein Mann wie ich erträgt diesen Schmerz. Bald wird er sicher nachlassen. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Vater? Ist tatsächlich Mutter holen gegangen? Ich fühle mich auf einmal gar nicht gut. Ja. Dann werde ich mich im Rest des Parts mal um Waffen etc. kümmern. Meine Stimme. Ach man, naja, egal. Aber es macht auf jeden Fall riesen Spaß, ihn zu sprechen. So. Ein Schnitt auf jeden Fall für Owain. Du kriegst einen Bogen, den Hammer lege ich mal weg und die Wohnland-Axt auch. Das Zweitsiegel lege ich weg. Als nächstes kriegt Callum noch ein Meistersiegel. Verpasst. Und wird zum General. General Keller meldet sich zum Dienst. So, der General ist das Inbegriff eines krassen Tanks. Neue Klasse, General. Und
Boah, LKW muss ziehen. Fall ich mit dieser Klasse mehr auf? Ja, also bei mir auf jeden Fall. So, die beiden kommen mal weg. Dann weiter. Dir wollte ich einen Schnitter geben. Donnerschwert, das trägt Mike und das würde ich ihm gerne lassen. Erikas Klinge. Ja, warum eigentlich nicht? Jawohl, vielleicht hole ich mir da noch eine für ihn. Weiter geht's. Du legst mal die beiden Sachen ab. Die brauchst du nämlich nicht. Weiter geht's. Dann kaufe ich noch ein bisschen ein. Und zwar brauche ich einmal eine Bronze-Axt für Callum. Und einen Eisenbogen für Wake. Nehme ich gleich zwei mit. Zwei zum Preis von einem. Moment, nein. Die Frage ist, mache ich jetzt als nächstes nochmal eine Nebenquest? Oder... Oh, hier gibt es wieder Waffen. Gibt's echt gute Sachen. Was sollte man immer mal kaufen. Oder gehe ich jetzt in der Hauptquest weiter. Aber ich würde gerne noch... Ja, den Charakter rekrutieren. Aber ich weiß nicht, die Quest ist einfach schwieriger. Das ist jetzt die Frage. Welche war denn noch leichter? Die war kompliziert. Die war auch etwas kniffliger. Die war etwas leichter. Die war nicht so schwer, aber die möchte ich nicht mitnehmen. Hier gibt es noch Sachen zu kaufen. Purgativ, die Stalax brauche ich nicht. Die kann ich so auch kaufen. Reduziert war sie auch nicht. Die geht... boah, die ist sauschwer. Die werde ich wahrscheinlich unter zuletzt machen. Die war auch nicht so schwer, aber den Charakter interessiert mich auch nicht sonderlich. Ich würde schon fast sagen, ich gehe in diese Mission und gucke sie mir mal nochmal an. Beziehungsweise ich mache jetzt die mal als nächstes. Die schaffe ich schon irgendwie. Die ist etwas kniffliger, aber ich sollte sie schaffen. Ich lese mal, wir lesen mal das Intro und danach würde ich mal sagen, wir enden auch den Part. Für einen Mann wie mich gibt es nichts Besseres als Krieg. Die Starken steigen auf, während der Adel sich feige in Sicherheit bringt. Halt eindringen, dies heiliger Boden, dieser Frevel wird bestraft werden. Mila schreien. Mila war doch die Göttin aus der Eigtime-Linie, oder? Von wem? Denselben Göttern, die mich ignorierten, als ich als Kind Hunger litt? Wenn du die Götter schießt, sag ihnen, dass sie von mir aus verrotten können. Oh, warum muss er nicht immer irgendwer töten? Bastard, dann verreiße ich dich in Stücke! Nicht Brady, dagegen kannst du nichts ausrichten. Wer soll sich denn um die Verletzten kümmern, wenn wir dich verlieren? Aber... Wir werden so gut kämpfen, wie wir können. Hilf du uns aus der zweiten Reihe. Gute Menschen sterben und ich kann nichts ausrichten, wenn ich nur kämpfen könnte. Stimmt, die könnte mal ein bisschen so nebenbei raten, wessen Kind das ist. Crom, wir müssen uns beeilen. Was ist los, Maribel? Da drüben, einem Gebirgskram kämpfen Leute. Eine Menge Leute. Brechen wir auf, Hirten. Man kann seinen Haaren erkennen. Das ist nämlich der nächste, den wir rekrutieren können. Das ist Brady. Ein Charakter, den ich auch sehr gerne mag. Und wow, der Magiewert. Eigentlich sieht man schon die Fähigkeit schon, wer das ist. Moment. So, denn hier sind fast nur altentwickelte Einheiten. Die sind alle schon ziemlich hohes Level. Hier sind viele Helden und Scharfschützen. Ich glaube nicht, warum. Hier muss ich im Notfall nur den Boss schnetzeln. Oh, fuck, ist der stark. Ah, das könnte sogar schwieriger sein, als ich dachte. Ich kriege halt fast, wenn ich die Dörfler beschütze. Allerdings. Merke ich gerade, dass das gar nicht so leicht sein wird. Aber hier sind keine Magier, das Kellen kann hier eigentlich alles tanken. Noe und Donny sollten hier eigentlich auch gut dicht machen können. Henry, okay, warte mal. Wir müssen erstmal mal gucken, wen ich mitnehme. Wike werde ich gebrauchen. Schwierig. Wer hat wenig Verteidigung? Also ich Maribel, aber die würde ich gerne mitnehmen. Weil die kann von hinten aus heilen. Mike kann ich hier gebrauchen. Der ist doch schon ziemlich stark. Lucina nehme ich auf jeden Fall mit. Ah.
Henry ist schon so ein neues Level, aber Henry werde ich hier gebrauchen. Lissa ist auch schon so stark. Ich glaube, ich mache bei deinem schon ein neues Donnerbuch. Oder ein neues Magiebuch generell. Nein, ich bin echt sehr wahnsinnig. Ich vergesse das auch jedes Mal aufs Neue. Ein Elfenlicht. Das ist. Ja, besser. Machen wir mal. Dann lasse ich mal Sully zu Hause und nehme. Also Wayne hier richtig? Ja, nehmen wir mal Wayne. Vielleicht kann ich mit ihm noch. Nee, den werde ich mal separat trainieren. Libra? Nee. Frederick ist zu schwach. Wayne ist viel stärker als er. Aber er ist schnell. Ich nehme ihn mal mit. Soll er mal machen. Da würde ich mal sagen, aber ich speichere es erstmal hier ab, denn diese Mission wird definitiv etwas kniffliger. Aber sollte machbar sein. Ich weiß nicht, ob bewegt sich der Boss. Ja. Das heißt, falls der mir zu nahe kommt, lege ich ihn einfach mit Henry oder so um. Sollte machbar sein. Maribel wird halt hier ein Knackpunkt. Wird schwierig. Aber ich habe hier noch einen Heiler stehen. Den lasse ich viel heilen. Den muss ich schnell, den möchte ich schnell leveln. Den werde ich auch separat offscreen mal ein bisschen leveln, dass der halt auch die Erfahrungspunkte kriegt. Ansonsten würde ich mal sagen, das war's mit Fire Emblem Awakening für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.